Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, da kommen wir mal wieder zur Kartenlegung. Wieder habe ich meine Armbänder vergessen. Also ich habe im Moment vier Schutzarmbänder an, wegen diesem ganzen Negativen. Ne? Diesen ganzen negativen Leuten, wo man auch mittlerweile merkt, dass die immer mehr jo, ihr wahres Gesicht halt eben zeigen. Ne? Deswegen liegen die auch immer in den Karten. Ne? Also beobachtet genau, wie sich jemand zeigt. So ist er wirklich. Ne? Also viele, die wo in ihrem Umfeld auch Probleme mit solchen toxischen Leuten haben, auch ich. Ne? Ja, ganz schlimm. Also die werden immer offensichtlicher. Ja. So, da gucke ich mal. Was hole ich denn heute? Die Sorcerer C2 von der Nadine Breitenstein. Dann die Gilderoth Ravarilen Amour von Expanded Edition. Und am Schluss hole ich die Krafttiere von der Jo Ruland und dem Murat Karaschai. Das sind die Helfertiere. Ja. Ja. So, da gucken wir mal. Was könnte denn heute wichtig für uns werden? Ja, ich habe wieder die Krippe, meine Lieben. Hat mich diesmal schon wieder erwischt. Man hat den Eindruck, dass das gerade in den letzten 3 Jahren mit den Krippen da auch überhand genommen hat. Die Leute sind auch erschöpft. Ne? So, aber da fangen wir jetzt mal an. Wie sind denn die heutigen Energien? Wir wollen ja wissen, ob etwas besser wird. Ne? Im Namen Gottes, liebe geistige Welt, was ist wichtig für Seelenkollektiv? Ja, du bist als Fragesteller gefallen. Das bedeutet, du sollst mehr auf dich achten. So, die versteckten Einflüsse. Du brauchst mehr Schönes, mehr Freude. Ne? Ja, vielleicht kriegst du eine Einladung, einen Besuch, einen Anruf. Ne? Auf jeden Fall gehst du mal in deine Freude rein. Ne? Kann sein, dass überraschend ein neuer Partner in dein Leben kommt, ne? Wenn du dir den wünschst. Ne? Ja. Weil ich habe hier Partnerschaft da liegen, ne? Und da geht es auch scheinbar vorwärts damit, ne? Das kommt in Bewegung, ne? Du wünschst dir deinen Seelenpartner, also einen Mensch, mit dem, wo du glücklich wirst, möchtest von diesem ganzen Toxischen und alles weg. Ja, natürlich hältst du auch selbst die Zügel in der Hand, ne? So, dann gucken wir mal weiter. Ja, du möchtest ein festes Fundament auch in einer Beziehung, aber auch in deinem Zuhause, Sicherheit mit Geld, ne? Ja, und ein schönes Privatleben, ne? Ja, weil das Privatleben, wo du hast, das macht dir scheinbar Stress. Hier könnte sich aber spontan, ne, der Stress verabschieden, ne? Ja, also du bist nervös, du bist unruhig, hast Stress. Wahrscheinlich durch dein Umfeld, ne? So, und das wird spontan gekürzt, dieser Stress, ne? Weil, und das liegt unter dem Seelenpartner, der Seelenpartner ist unterwegs zu dir, ne? Und auch Sicherheit in Form von Geld, ne? Hier fließt was, ne? Ja, also da kommt was auf dich zu, ne? Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, vielleicht hast du ja gebetet, dass du den Menschen, mit dem, wo du glücklich wirst, ne, kennenlernst. Ja, hier zeigt auch jemand eine Maske dir gegenüber. Aber das ist das, was ich schon ganz am Anfang gesagt habe. Also alles, was toxisch ist, ne, zeigt immer mehr sein wahres Gesicht, ne? Da müsst ihr genau aufpassen. Das passiert immer so zwischendrin, wo du dann denkst, ach Gott, was ist denn das, ne? Bist du geschockt, ne? Ja, also du wirst die richtigen Gesichter wirst du sehen, ne? Ja, und das blockiert dich natürlich, das sind Hindernisse. Die wo Masken tragen, die wo sie immer mehr fallen lassen, wo man immer mehr sieht, was sie sind, ne? Die blockieren deine Sicherheit, dein Zuhause, dein Privatleben, ne? Verursachen extreme Schwierigkeiten, Komplikationen, Umwege. Die Schlange ist natürlich auch giftig, da steht sie auch für Gift, ne? Die wollen dich auch verführen, fall da nicht drauf rein, ne?
hier geht es darum, dass du das Alte loslässt, ne? So, und das Kapitel, damit wird auch abgeschlossen. Das Neue liegt noch ein bisschen wie ein Geheimnis in der Luft, ne? Für dich war das eine Lernaufgabe, aber du entscheidest dich jetzt für etwas Schönes, ne? Du kriegst neue Möglichkeiten, wo du entscheiden kannst, welchen Weg du gehen willst, ne? Wahrscheinlich zu einem liebevollen Menschen, mit dem, wo du glücklich bist, ne? Das Schlechte wird beendet, das wird abgeschlossen, da bist du nur noch im Stillstand, ne? Ja, beerdigt, begraben, also das verlässt du, ne? Beendigung von Sorgen, Schwierigkeiten und Mangel, ne, der wodurch Beziehungen hervorgerufen ist, ne? Jemand oder etwas, an den du gebunden bist, das kann ein Ehepartner sein, ein Freund sein, ein Ex-Partner sein, Arbeit sein, ne? Aber ich denke, hier dreht sich um Beziehungen, weil die Seelenpartner gefallen sind. Du gehst jetzt in dein Glück und in die Liebe, ne? Ja? So. Gucken wir mal weiter. Ja. So ist das. Im Namen Gottes. Ja? Ja. Auch in deine Herzensaufgabe gehst du auch. Ne? Weil diese toxischen Partner, die lieben ja niemanden. Ne? Ich denke, hier dreht sich auch um Beziehungen, Verträge. Dass sich etwas immer wieder wiederholt. Also beobachtet ganz genau. Alles, was toxisch ist, lässt immer mehr die Fassade fallen. Hm? Ja. Ja, dein Leben ist natürlich deswegen in Aufruhr geraten. Ne? Es kommen aber jetzt neue spannende Erlebnisse und Begegnungen, ne? Mit Seelenpartnern eventuell oder mit Leuten aus der Seelenfamilie. Ne? Jetzt ist Schluss mit Langeweile und Eintönigkeit. Ein neues Leben wird beginnen. Ne? Da wirst du grenzenlose Möglichkeiten haben. Ne? Du baust dir auch ein zweites Standbein auf. Ne? Erschaffst dir eine neue Welt und hast viele Optionen, wo du dich entscheiden kannst. Ne? Ja? Geht es dann weiter, liebe geistige Welt? Ja. Und für diese neue Liebe setzt du alles auf eine Karte. Ne? Du schenkst deine Liebe einer anderen Person. Ne? Solltest du noch in einer Beziehung sein, die wo toxisch ist, den jemand liebst du ja sowieso nicht. Ne? Ja? Pass auf, dass du die neue Liebe auch erkennst. Ne? Ja? Dass du nicht dran vorbeiläufst. Ne? Es geht hier darum, ein Gegengift für deine Situation zu finden. Eventuell tatsächlich für eine Krankheit. Ne? Ja, man wird geheilt und erlöst. Ne? Du sollst aber auch mal entgiften, eventuell mit Salbei-Tee, mit Natron. Ne? Ja, es geht in deine Gesundung rein. Vielleicht machst du mal einen Wellnessurlaub, ne? Eine Therapie oder lebst vegetarisch oder vegan. Hm? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Was ist heute noch wichtig für uns? Ja, so toxische Beziehungen, die können einen todkrank machen. Passt halt auf. Plane auch mit Weitblick. Ja? Du möchtest auch hoch hinaus. Ja? Ja, du möchtest auch Karriere machen, während andere feiern oder reisen. Arbeitest du und lernst lieber. Du wächst auch über dich selbst hinaus. Ja? Du wirst auch was Besonderes entdecken und erfinden. Ja? Weil du weißt, ohne Fleiß kein Preis. Ja? Du machst eine Zufallsbegegnung durch ein Tier. Vielleicht gehst du mit dem Hund raus. Lernst dann den Seelenpartner kennen, ne? Oder schaffst dir ein Tier an. Oder du gehst mehr raus unter Leute. Wahrscheinlich hast du ein bisschen so Sozialphobie und die wirst du aber überwinden. Baust dir eventuell einen neuen Freundeskreis auf. So, den Schreck habe ich jetzt das zweite Mal, deswegen nehme ich den, ne? Durch irgendwas bekommst du einen Schreck. Oder du fühlst dich im Moment lieblos, ne? Der Krampus steht aber auch für Bestrafung. Also diese toxischen Leute, wo man immer mehr die Masken fallen sieht, ne? Die bekommen jetzt ihre Bestrafung. Die werden ernten, was sie gesät haben, ne? Ja, die werden verblühen, ne? Ja? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, jemand wartet auf dich, ne? Seelenpartner. Eine unberührte Seele reinen Herzens liebt dich.
aber womöglich erkennst du ihn oder sie nicht. Ne? Hier wünscht sich eine Person deine Liebe und du weißt das aber nicht. Ne? Da ist jemand von dir betört. Und das ist diese herrliche spirituelle Liebesverbindung, ne? Die, wo du halt eben eingehen wirst. Ne? Ja, kann sein, dass wir ein bisschen ungleich sind. Ne? Dafür lässt du Toxisches los und ziehen. Ja, du lässt jemand, das tust du auch bedingungslos akzeptieren. Ne? Das wird ein Abschied für immer sein, weil du einsicht hast, dass das mit solchen Personen nicht funktioniert. Ne? Die können dann auch überall sitzen. Ja, deine Erwartungen werden aber mit deinem neuen Leben übertroffen werden. Ne? Deine Welt wird Kopf stehen. Eine Überraschung bringt dir eine unerwartete positive Wende. Ja, jo, das ist doch toll. Ja, ja. Die fliegenden Herzen, scheinbar fliegen dir die Herzen zu, ne? Du erfreust dich größter Beliebtheit, hast eventuell sogar mehrere Verehrer, weißt das gar nicht, ne? Die Qual der Wahl, ne? Aber guck, dass du nicht nur Karriere wählst, ne? Liebe und Karriere kann man beides haben. Hier erobert dich eventuell jemand im Sturm, hm? Da gibt's Liebe auf den ersten Blick, hm? Ja? Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Oh, heute mit der Krippe, da schwitze ich schon wieder, meine Lieben. Aber ich lasse mich nicht kleinkriegen. Karte werden gelegt. Ja, der Seelenaufstieg. So, du bist transformiert. Du bist aufgestiegen, ne? Ja, ja, vielleicht denkst du, ach, mit diesen toxischen Leuten, da habe ich einen Fehler gemacht, ne? Ja, also das war kein Fehler für dich. Das war eine Erfahrung, ne? Aber eine Lebensveränderung steht jetzt an. Und da machst du den gleichen Fehler kein zweites Mal mehr, ne? Du einmal einen toxischen Partner hattest, dann bist du beim zweiten Mal gewarnt, ne? Und ein toxisches Umfeld, ne? Ja, du verfügst jetzt über einen großen Wissen- und Erfahrungsschatz, ne? Du bist auch von Krafttieren beschützt, ne? Die habe ich übrigens hier liegen. Du entdeckst eine neue Welt und siehst an etwas mit anderen Augen. Du hast kostbare Zeit für den falschen Menschen verschwendet, ne? Ja? Da war eine narzisstische Verbindung, aber die könnte auch eventuell noch bestehen, ne? Das war jemand mit einem sehr verdorbenen Charakter, ne? Der wo Doppelleben geführt hat. Das sind ja meistens so Heiratsschwindler, die wo faule Tricks anwenden, die schon die Schuldenfalle gebracht haben, ne? Aber dieses Böse wird jetzt bekämpft und hat keine Chance mehr, ne? Da wirst du auch eine gute Idee haben, bekommst Hilfe in einer heiklen Situation, ne? Ja? Hier holt dir jemand die Kohlen aus dem Feuer. Hier kommt ein schnelles Ereignis, ne? Oder du machst das für jemand anderen. So, letzte Karte hier. Ja, diese faulen Kürbisse. Narzissten, Psychopathen, Soziopathen, ne? Ja, das sind so Exzentriker, die wo eine Kunstfigur darstellen, ne? Ihr seht ja die Maske, ne? Hier habe ich ja auch die Masken, ne? Die tragen eine Maske. Hinten dran sind die meisten sehr böse, ne? Ja, die weichen auch bewusst von sozialen Normen ab, ne? Ja, die lehnen alles ab, ne? Sind sarkastisch und ironisch, brauchen wir nicht, ne? Du strebst nach Glück und machst das Beste aus einer Situation. Für dich kommt auch so langsam wieder die Hoffnungsschimmer an den Horizont, weil du möchtest dir eine neue Existenz aufbauen. Und lässt dich auch nicht unterkriegen, auch nicht von diesen bösen Leuten. Ja? So. Kommen wir mal jetzt zu den Krafttieren. Tiere hatten wir ja jetzt schon zweimal. So, im Namen Gottes. Welche Krafttiere werden beschützt vom Seelenkollektiv? Und was ist heute wichtig für uns? Die Möwe. Hier geht es um Orientierung. Ein weißer Engel der Lüfte segelt jetzt in dein Leben. Er ruft dich zum Aufbruch, zur Entscheidung auf und zu neuen Abenteuern. Und dabei wirst du göttlich geführt. Die Schwalbe. Man sagt ja, wenn man Schwalben unter dem Dach hat, die bringen Glück, ne? Das ist auch ein Hoffnungsträger, der segelt jetzt in dein Leben. Erwarte jetzt Rückkehr und Erneuerung. Eine Wende zum Guten kündigt sich an. Klasse, ne? Ja, super. Eine Wende zum Guten, das können wir im Insgesamten brauchen. Wie geht es denn weiter?
Die Giraffe, liebende Güte, du sollst etwas von oben betrachten, ne? Ja? Erhebe deinen Blick, ne? Im friedlichen Werden lösen sich manche Dinge jetzt von ganz allein, ne? Da greift scheinbar das Schicksal ein. Ja, Marder, es geht um deine Befreiung. Du kannst dich jetzt als alten Situationen von toxischen Leuten, toxischem Umfeld, schlimmen Situationen, kannst du deine Fesseln lösen und dein Glück neu schmieden. Öffne dich für Wunder, die wohl jetzt passieren. Der Skarabäus, das ist ein ägyptischer Glückskäfer, ne? Ein heiliges Glückswesen hat den Weg zu dir gefunden. Eine fruchtbare Phase kündigt sich an. Dein Leben zeigt sich jetzt im frischen Glanz, ne? Ja? Habe ich nicht den Eindruck, dass die stimmt? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Haben wir viele Glückstiere? Gürteltier, Schutzpanzerung. Ja, wo brauchst du Schutz? Also vor diesen toxischen Leuten mal auf jeden Fall, ne? Da habe ich auch die Schildkröte, ne? Wo kannst du dich öffnen, ne? Also überleg dir das. Konzentriere dich auf deinen Weg und auf die Kraft, die im Innen liegt, ne? Seepferdchen. Deine Gefühlswelt wird von sanften Wellen bewegt. Du sollst dich jetzt für neue Wege öffnen, ne? Dich entscheiden. Heuschrecke. Jetzt kannst du große Sprünge machen und Fortschritte auf deinem Weg erzielen. Neue, ungeahnte Räume öffnen sich dir. Also es geht definitiv in etwas Neues. Ne? Ja, also das sagen alle Karten aus. Ne? Du kommst aus miesen Situationen raus, von toxischen Partnern weg, aus einem toxischen Umfeld. Ja, und überhaupt aus einem toxischen Leben. Regenbogenforelle. Ne? Dein Leben ist schillernd und bunt. Unerwartete Begegnungen und Gewinne kündigen sich an. Ja, Maikäfer. Und lass dich nicht von deinen Emotionen irreleiten, die wohl meistens schlecht sind durch unsere toxischen Gesellen. Schaue mit wachen Augen und reagiere überall angemessen. Ne? So, noch eine Karte. Die will raus. Ne? Ja, du hast dich immer zu viel angepasst, ne? Besonders an das Falsche. Ne? Chamäleon, das passt sich ja immer seiner Umwelt an. So, beobachte, prüfe und fühle dich ein. Lenke deine Energien mal bewusst und sende die richtigen Signale, damit du in etwas Schönes kommst. Weil jetzt kommt es zur Regeneration. Eine Phase der Regeneration und Heilung kündigt sich an. Vertraue und erlaube, dass Heilung geschieht. Der Engel der Liebe, die Taube, wir haben ja hier den Seelenpartner, ne? Landet in deinem Leben. Du findest Frieden und tiefe Erfüllung in Liebesangelegenheiten. So, das wäre es mal von den Karten. Also es wird definitiv alles besser. Das sagen auch die Krafttiere aus. So, jetzt hole ich mal doch mal die schlauen Sprüche. Ja, da kannst du dich freuen. Vorfreude ist die schönste Freude. Du hast mehr von Leben, wenn du dich der Vorfreude ganz hingibst, als diese durch negative Spekulationen über eventuelle Probleme zu trüben. Also denk nicht, dass irgendetwas schlecht ausgehen könnte. Ja? Wenn was schief geht, dann ist es meistens etwas, das wir nicht erwartet haben. Ja, und da du dir beim Sorge machen sowieso nicht richtig raten kannst, was passieren kann, ne? Also das weißt du ja nicht, ne? Kannst du es auch gleich sein lassen, ne? Mach dir keine Sorgen. Geht es denn weiter? Ja, du sollst positiv denken, egal wie deine Situation ist, weil die wird dir jetzt besser, ne? Positives Denken funktioniert deshalb, weil dein Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann, ob etwas in Wirklichkeit schon getan wurde oder ob du es dir nur in Gedanken vorgestellt hast. Ne? Also stell dir das vor, was du dir wünschst. Ne? Gute Laune könnte dabei wichtig sein, wenn du erfolgreich durchs Leben gehen willst. Gute Laune entspannt dich, macht dir die Arbeit leichter. Jo, beschließ heute mal guter Laune zu sein, egal was passiert. So, das wär's mal von mir. Ich freue mich über ein Like, einen Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Ne? Ja, über eure lieben Kommentare, da möchte ich mich mal wieder bedanken. Ne, die lese ich auch immer alle, da freue ich mich immer ganz arg. Ne, ja, also wir gehen in etwas Besseres, in ein schöneres Leben. Ne,
Hier geschieht Heilung. Der Engel der Liebe landet in deinem Leben. Ne? Du wirst den Seelenpartner kennenlernen. Du gehst in die Freude. Es könnte eventuell überraschend sein. Ne? Es geht vorwärts, ja, mit dem, was du dir wünschst. Ne? Spontan wird Stress abgeschnitten. Ne? Ja? Genau. Ja. Du kannst dich jetzt auch aus alten Situationen und Fesseln lösen. So, und dabei wünsche ich uns allen viel Glück. Ne? So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören. Ja, und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.